Yo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Steve Pim, willkommen zu einer neuen Folge der Heuschein Kick Karriere. Heute werden wir gegen Darmstadt spielen. Das Spiel ist sehr lustig, muss man sagen. Denn wir sind 7. Darmstadt ist 8. Wer von uns gewinnen wird, ganz ruhig Flasche, wird, wenn einer von uns gewinnt, wird der auf Platz 6 springen. Bei Unentschieden könnten wir leider sogar auf Platz 9 sogar runterspringen oder runterfallen. Da. Ja, bei Paderborn, wenn Paderborn gewinnen würde, dann würden wir sogar runterfallen auf, aber Paderborn spielt gegen den HSV, gegen den 5. Ja, okay. Wäre natürlich geil, wenn Paderborn da gewinnt, aber wir gewinnen ja gegen Darmstadt. Also wird es für uns ja eher so ein bisschen weniger sein. Mal sehen, was wir dann nochmal in der Reserve haben. Ob ich da einfach mal diesen... Nee, guck mal, wir haben Holtby und Sterne noch auf der Bank. Ja, ich weiß, Julian, du bist unglücklich, weil du nicht spielen darfst. Aber egal. Wir wollen nochmal oben angreifen. Am Aufstiegsrennen. Irgendwie. Das werden wir genau mit dieser folgenden Aufstellung machen. Oder? Ich werde, glaube ich, heute mal Bartels entspannen lassen. Und dafür einfach mal Arslan bringen. Arslan. Von Anfang an. Und dann vielleicht einmal tauschen mit Ab. Weil Ab. Nee, doch. Nee, ist schon so richtig. Er ist Rechtsfuß. Und er ist Rechtsfuß und kann hat 5 Sterne schwacher Fuß. Also. Könnte er auch den Ball einfach mal mit links rein zwirbeln. Genau. Und Abwehr, da haben wir immer noch die altbekannte, und ich werde heute mal Behrens noch mal spielen lassen. Und na komm, Vrieth darf heute mal von Anfang an spielen. Und Darmstadt spielt in einem 4-4-2. Mal sehen, wahrscheinlich mit Tietz und Dings vorne drin. So, Flanke rein, und da ist Ochi Vrieth und er verballert den. Alles klar, das hat er schon alles überspielt, oder? Und Ochi Vrieth. Okay, Ab macht die Dinger, alles klar. Digga, ich dachte, what the fuck? Ochi! Ochi, was machst du? Behrens darf heute nochmal wieder von Anfang an spielen. Hat ja noch nicht so viele Spiele gemacht, der Ochi. Oder ich meine eigentlich den Morten. Aber heute darf er nochmal spielen, genau wie Ochi. Und Arslan, 3 Veränderungen sind das hingegen zum letzten Spiel, wo wir mit der altbekannten, aber Pichler hat auch schon seit 1-2 Spielen nicht mehr getroffen. Alter, diese Flasche, ne? Ruhig da. Aber wir wollen natürlich auf Platz 6. Das ist natürlich das, was wir wollen. Wir wollen auf Platz 6, um vielleicht doch nochmal irgendwie oben die Leute zu ärgern. Oh, Luca Pfeiffer. Aber ich versuche mit Hauke den Weg da irgendwie gut zu gehen. Oha. Manu, glaube ich, war das. What the fuck, Alter? Warum? Du kommst auch halt nicht in diese Zweikämpfe. Manu macht das Tor. Brain Manu, ja. Digga, Wahl bleibt auch einfach stehen. Digga, der läuft an euch vorbei. Da könnt ihr ruhig auch mal versuchen zu doppeln. Also, das ist auch nicht das Problem. Ja, ist natürlich jetzt ein kleiner Rückschlag um Platz 6, ne? Im Moment würde alles nämlich auf Platz 8 hinauslaufen. Aber ich finde, für sowas wie Holstein Kiel ist Platz 8 wirklich schon echt gut. Klar. Oh, Mülling. Klar, die letzte Saison, die war schon geil. Die war schon richtig geil. Aber ich auch als Kiel-Fan hasse auch die Relegation, dass es die überhaupt gibt. So. Arslan abgefälscht. Und jetzt, hasse ich auch, dass es die Relegation gibt. Weil wir sind jetzt schon zweimal in Relegation geschaltet. Einmal als Neuling in der 2. Liga. Gegen Wolfsburg.
mag das halt nicht, weil sich die unten halt echt dafür nochmal retten können, eine verkorkste Saison. Oh, das ist schon wieder Manu. Ey, Manu kriegt wieder halt echt nicht in den Griff, den Brain. Nee, aber ich bin halt echt kein Fan der Relegation. Also auch so im Allgemeinen, weil meistens auch die Erstligisten weiterkommen. Ja, und weiß, ja, lass lieber alle drei aufsteigen, die untersten drei steigen ab. Und gut ist. Was anderes braucht kein Mensch. Es braucht kein Mensch diese Relegation. Klar, du hast echt mal teilweise geile Spiele so, aber dann wäre sowas wie Dresden wäre jetzt schon abgestiegen. Wahrscheinlich sowas wie Kaiserslautern und Braunschweig wären jetzt aufgestiegen. Ach, mit Arslan mit der großen Chance. Ach, mit Arslan. Wir liegen immer noch 0-1 hinten. Das ist natürlich nicht so geil eigentlich. Also wenn schon, dann mindestens ein Punkt. Mindestens ein Punkt wäre gut, aber Ding, Niederlage wäre meines Erachtens nicht so geil. Weil so können wir den halt echt nicht. Okay, A kommt da nochmal hin. Rese! Und das. Hier Dingens. Wie heißt er noch in Darmstadt da? Ach, Schuhn. Schuhn ist da. Schuhn pariert den stark. Mühling mit der Ecke, Lorenz, aber Lorenz kriegt die Ecke nicht. Jetzt muss Porat das Kopfballduell gewinnen da. Macht er auch. Phil Neumann. Auf Porat und der in die Mitte. Und Vried, Digga, wenn ich da auch schnell genug bemerke, dass er bald wirklich zu mir kommt. Und er irgendwie das abbricht. Diese Bewegung da, diesen Schuss, den ich da schon abgegeben hatte, dann wäre das wahrscheinlich sehr gefährlich geworden. Aber jetzt kommt erstmal Darmstadt wieder. Philipp Tietz! Abseits. Das ist wichtig. Wichtig. Das war so wichtig, dass das Abseits war, aber Komenda verliert da den Ball gegen Pfeiffer. Und auch ich sehe da nicht so gut aus. Aber egal, wir haben den Ball erobert. Wir erobern den Ball. Arslan. Jetzt auf Oggi Vried. Oggi wartet, bis Rehse läuft. Wenn Rehse jetzt läuft und Ab den Ball auch. Wenn er irgendwie bei Ab angekommen wäre, ne? Golla. Ah, Golla war das im Abseits. Golla war im Abseits. Und jetzt muss ich mit Hauke da hin. Und Tietz hätte wahrscheinlich noch laufen können. Aber er schießt. Aber habe ich nichts gegen da, dass er da geschossen hat. Aber er wird kurz machen. Okay. Ja, fein. Ich weiß, da passiert jetzt nichts mehr. Deswegen bin ich ja mal mit Hauke gelaufen. Habe jetzt nicht irgendwie schnell umgeschaltet, weil ich einfach wusste, ja. Digga, wir sind jetzt schon, Nachspielzeit ist schon abgelaufen und. Ja, deswegen wusste ich. Aber Paderborn führt im Moment nicht. Das heißt, wir würden im Moment mindestens nur auf 8 runter. Und ja, jetzt kommt auf jeden Fall der Benny. Kommt jetzt auf jeden Fall. Und der Porat geht auf die 10. Dafür geht. Ach, er geht denn. Mies kommt denn rein. Wie schnell ist denn Arslan? Arslan hat 68 Pace, okay. Oh, ich muss niesen, Alter. Ah, egal. So. Mees und Pichler kommen zur zweiten Halbzeit. Bei Vried hat mir nicht so gefallen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir natürlich nochmal die Chance, mindestens auf Unentschieden zu setzen. Wie gesagt, werden wir uns nicht dumm anstellen. Wenn wir uns hier nicht dumm anstellen, dann können wir hier auch noch einen Unentschieden holen. Oh, Phil Neumann. Was war das bitte schon für ein Laufweg von dir, ey? Weißt du, der Arp will zu dir passen?
Du machst so einen komischen, richtig komischen Laufweg da, ey. Lorenz. Ab. So, jetzt auf Mes. Mes auf. Porat! Was? Alter, Finn Porat, what the fuck, Alter, was war das? Finn Porat. Finn Porat, das hätte da auch sein Ausgleich sein müssen. Oberko. Da müssen wir auch passen, weil der hat auch Pace, glaube ich. Und genau die machen die, aber was macht... Porat macht gar nichts. Mann. Weißt du, der schießt einfach da. Weißt du, haut in den Winkel und Porat schießt den 2 Meter vorbei auf so einer kurzen Position. Ja, geil, Alter. Mann. Finn Porat, ey. Also so können wir natürlich nicht nochmal oben angreifen. Bei so einem Ergebnis. Aber jetzt hat erstmal... Porat ist, ey, du bist, hast echt nur schlechte Pässe heute hier. Wenn wir jetzt das 1-2 gemacht hätten, das wäre nochmal auf jeden Fall sehr sexy gewesen, glaube ich. Weil, ja. So, ich muss erstmal, ja, oh Gott. So, ab nochmal, so. Benny Pichler, aber er dribbelt eher, als dass er den gerade mal zu Porat machen tut. Ah, Digga, da kann ich doch nicht zum Abschluss kommen. Da stehen 700 Leute. Boah, aber was macht denn... Genau, Wasser, Mann, was ist das denn? Warum verballern die jede fucking gute Chance? Ey, die schießen jede fucking Chance vorbei, Alter. Jede scheiße Chance. Jede gute Chance schießen die irgendwie vorbei. Meine Fresse, was ist das denn? Jede gute Chance. Spielen die irgendwie vorbei. Irgendwie. Irgendwie spielen sie die immer vorbei. Geil, Alter. Geil, Alter. Und die stehen vorm Tor und sind dann wieder eiskalt. Ne? So, wo sind meine Leute hier? Da, Phil Neumann. Wir müssen jetzt mal zumindest noch mal versuchen, zumindest im Anschluss zu kommen. Ein Anschluss kann noch mal so viel entfachen. Aber dafür müssen sich auch die Leute mal frei bewegen hier. Wow, ich habe A gedrückt, aber er macht das nicht. Ey, das wäre voll der Pass zu Mes gewesen. Das wäre ein richtig guter Pass zu Mes gewesen. So, jetzt aber. Jawohl, da ist er doch. Fabian Rehse. Und jetzt hol dir die Kugel da, Fabi. Weiter da. Los da. Yes. Yes, yes, yes. Mühling mit der Vorlage. Und endlich spielen sie den Ball mal nicht rüber. Oder vorbei. Mal wieder 2 Meter vorbei. Klar, wird natürlich schwierig jetzt. Trotzdem noch auf das 2-2 zu kommen. Weil das 2-2 hätte schon von meiner Seite früher fallen müssen. So. So hat Darmstadt natürlich alle Zeit der Welt jetzt. Und natürlich jetzt... Weil ich den mit der Commander den Ball in die Füße spiele. Auch Chance, aber Behrens. Gegen seinen Ex-Club. Und die werden den Coach spielen. Die werden den Coach spielen. Und bei einer Minute Nachspielzeit. Und jetzt erobern wir den Ball. Jawohl. Und wir verlieren dieses Spiel 2-1. Das
Aber das wären so gute Chancen gewesen, ey. 2-1. Weil auf einmal Dwayne Menou einfach durchläuft, weil er auch nicht hingeht. Weil keiner von den drei irgendwie wegläuft. Ja, und bei Berko, der versucht so ein bisschen dann richtig ranzugehen, er kommt dann nicht mehr richtig ran. Und dann schweißt er den im Winkel über. Und 3 Minuten zuvor hatte Porat schon die große Ausgleichschance. Digga, aus 7 Metern schießt er den vorbei. Und selbst Commander, guck mal, da ist auch keiner richtig gut von ihm drauf. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein kleines Stückchen gehen können, aber... Ja, genau jetzt verliert HSV auch gegen Paderborn, ey. Und du springst halt echt auf Platz 9, Alter. Wärst mit 44 aber auf Platz 6, ne? Wenn Bremen denn noch patzt, weißt du, gegen St. Pauli, ne? Oder jetzt gegen Sandhausen. Das wäre nochmal die Chance gewesen. Aber ich denke mal, jetzt ist das wirklich... Oder wir hätten jetzt mit einem Sieg... Mit einem Sieg hätten wir jetzt an den HSV vorbeiziehen können. Mit einem Sieg hätten wir jetzt am HSV vorbeiziehen können. Aber so sind wir jetzt stattdessen auf Platz 9. Aber, naja... Egal, was sollen wir machen. Das nächste Spiel ist auf jeden Fall gegen den HSV. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ne, und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Das müsste dann auch sogar schon die 31. Folge sein, ja. Und ja, bis dahin, ne, haut rein. Ne, habt noch einen schönen Tag, Abend. Was auch immer, wann ihr das Video guckt und haut rein und ciao, ciao.